Hier ist dein Geschenk. Oh. Oh ja. Guck dir das an. Leonas, guck mal, was hier für dich kommt. Ich weiß, wow, du liebst es, draußen unterwegs zu sein. Und hier in Berlin gibt es ja genug Wasser, auf dem wir jetzt demnächst dann als Familie unterwegs sein können. Ne? Bisher musstest du dir, glaube ich, immer was leihen. Das ist jetzt definitiv vorbei. Denn ab jetzt hast du deine eigene Gitarre. Lieber Moritz, für dich geht es in die Berge. Dass du gerne wanderst, das wissen wir. Und dafür wünschen wir dir eine neue Ausrüstung. Du bekommst von uns ein neues Zelt, einen professionellen Wanderrucksack, eine Isomatte, auf der du dich dann von der Tour ausruhen kannst. Also, der Berg ruft. Viel Spaß beim nächsten Ausflug. So, dann wollen wir mal schauen, was es hier für dich gibt. Lieber Robin, das ist etwas, was du dir schon lange wünschst. Eine neue Box, eine Boombox und die passenden Kopfhörer dazu. Da kann man richtig aufdrehen, wenn Mama und Papa mal nicht zu Hause sind. Mhm. Kannst ordentlich Gas geben, oder? Ja. Ist das super? Ja. Freut uns sehr. Viel Spaß damit. Ja. Mal schauen, was es für euch gibt. Destiny und Sarah, hier kommen eure Geschenke. Liebe Sarah, liebe Destiny, ihr seid beste Freundinnen, macht beide Leistungsturne und habt sogar den gleichen großen Wunsch. Eine Airtrack-Matte, mit der ihr noch mehr Sprünge und Elemente üben könnt. Und genau die bekommt ihr von uns geschenkt. Und natürlich, selbstverständlich, bekommt jede von euch eine eigene Matte. Ja? Es gibt da was, über das du dich sehr freuen wirst. Und wir reden nicht nur von dem, was jetzt hier einfach stellvertretend aufgebaut ist, sondern das ist nur ein Gutschein. Du möchtest gern mal die Seen rund um Bad Tölz mit einem SUP, einem Sub-Board erkunden, also einem Stand-Up-Paddleboard. Das machen wir möglich. Schau mal, denn das ist natürlich auch ein Paddel. Ne? Antriebssicherheitsweste ist da dabei. Und eine elektrische Luftpumpe gibt es auch noch. Also du kriegst das Stand-Up-Paddleboard. Danke. Ist das cool? Ja, richtig. Und dann hat der Christoph noch was vorbereitet. Ich sag mal, das kannst du nehmen, musst du aber nicht. Ich nehm's. Also, das Ding ist, Haaland ist ein Lieblingsspieler, von dem hatte ich die Nummer nicht. Ja. Deswegen ist es der Reus geworden. Hm? Aber den magst du auch. Ja. Ach, du sprichst die Telefonnummer, meinst du, hast die Telefonnummer nicht? Ja, das klar. Ja. Also, das ist extra signiert für Samuel, ja? Von Marco cool. Reus. Okay. Und wenn du doch noch was werden willst, ne? Dann. Das nehme ich auch. Das nimmst du auch? Es ist ein Catcar. Cool, danke. Otto, für dich. Cool. Gibt es natürlich ein tolles Geschenk. Yeah. Und liebe Fidolina, für dich gibt es was Tolles, was natürlich alle wollen. Ein niegelnagelneues Tablet. So. Endlich hast du dein eigenes Pad. Und schau mal, nicht nur, dass du einen tollen Bildschirmschoner hast, gibt auch noch den Pen dazu, die Hülle, alles ist dabei. Ne? Das wirst du sicherlich gut nutzen können. Neue Ski, Skischuhe, Rückenpanzer. Ne? Ich glaube, das braucht man bei diesen Brettern auch. Ja. Und wir haben ein tolles Geschenk für dich, Ida. Na, ich glaube, auch das wird deinem Bewegungsdrang sicherlich entgegenkommen. Dein neues Fahrrad mit Helm. Boah, das ist aber schick. Ja. Coole Farbe auch? Ja. Ja? Grün ist meine Lieblingsfarbe. Dann haben wir es ja sehr gut getroffen. Und ich glaube, von Ayona gibt es auch noch was. Genau, ein Buch. Boah, ja? Danke. Der lange Weg zum olympischen Gold. Danke. Ja? Danke. Und Erfolgsgeheimnisse kann man nie genug verraten bekommen. Danke. Oh.
Das ist ein Gutschein, liebe Felicia. Du bekommst von uns einen Flug mit einem Heißluftballon geschenkt. Wink mal runter, wenn du da oben bist. Dankeschön. Ja, ganz viel Spaß damit. Robert, wir gucken auf das, was du bekommst. Bist du gespannt, ja? Ja. Oder willst du gar nicht? Du musst es nicht nehmen. Doch, doch. Ja? Du musst das nicht. Hier kommt dein Geschenk, Robert. Lieber Robert, dein Geschenk lässt sich ganz wunderbar mit deiner Schlagerbegeisterung verbinden, denn du bekommst von uns einen riesengroßes Trampolin für den Garten geschenkt. Und auf dem kannst du dich richtig austoben, die überschüssige Energie loswerden und auch Musik hören, wenn du möchtest. Und ich glaube... Ja, Robert, ich würde gerne deine Eltern und dich einladen nach Dresden zur Kaisermania. Ihr habt 3 Karten zum Soundcheck kommen und hinterher Backstage zu mir kommen. Oh, danke. Na, wow. So, und wir schauen, was es für dich gibt. Ja, aber wenn man viel reist, ist das bestimmt ein toller Wegbegleiter. Denn damit kann man eine Fotodrohne, kann man tolle Aufnahmen machen, Fotos und Videos. Immer gut auf die jeweiligen Regeln achten in den Ländern, wo man ist. Ja. Ne? Und gucken, dass Mama und Papa da in der Nähe sind. Viel Spaß damit. Danke. Ja. Lass uns schauen, was es für dich gibt. Oh, was haben wir denn da? Nils, für dich gibt es... Ja. Du bist ja immer in Action. Eine niegelnagelneue Smartwatch. Und mit der kannst du demnächst, egal ob du draußen unterwegs bist beim Sport oder ob du im Bett liegst und schläfst, du kannst all deine Aktivitäten messen und wirst bestimmt ganz viel Spaß damit haben. Ja? Coole Sache. Hat großen Spaß gemacht. Ja. Und Nils, wenn ihr mal durch Österreich durchkommt und wenn wir drehen sollten, dann kommst du vorbei bei uns am Set und dann kriegst du noch 2 Filmlachen, nämlich von Mark Helle und mir. Und dann könnt ihr uns am Set besuchen und dann lernen wir ein bisschen und dann schauen wir mal. Besuchst den Bergdoktor am Set. Super Sache. Also auch viel Spaß dabei. Für dich, liebe Helene. Ich glaube, das steht schon länger bei dir auf der Wunschliste. Danke. Oh, eine coole Polaroid-Kamera. Ja, mit der entsprechenden Tasche dazu und... Hier haben wir auch noch was. Du bist ja viel unterwegs. Einen super coolen Koffer gibt es auch noch. Und da haben wir gleich noch jede Menge Filme für die Kamera reingepackt. Danke. Denn ohne Filme ist die ganze Kamera ja nichts wert. Ja? Also ganz viel Spaß damit. Ja? Danke. Schau mal, was hier für dich kommt. Denn bald möchtest du ja vielleicht auch noch mal was anderes ausprobieren. Das ist ein Mini-Motorrad. Ne? Und das darf man natürlich nicht im Straßenverkehr fahren, logischerweise. Aber unter Aufsicht mit Helm und aller Schutzausrüstung, die du auch noch dazu kriegst, gibt es dafür vorgesehene Plätze und Orte, wo du dich da ausprobieren kannst. Und vielleicht irgendwann, wenn du dann das entsprechende Alter hast, gibt es auch mal eine richtig große Maschine, oder? Ist das cool? Da kann ich mal mitkommen. Das ist einfach perfekt. Das ist perfekt, das freut uns. Egal, was man mal werden möchte, eins ist wichtig, man muss immer gut vernetzt sein. Und Dankeschön. Das bist du definitiv deinem neuen Notebook. Guck mal, den richtigen Bildschirm schon, da haben wir auch gleich eingerichtet. Danke. Und die passende Laptop-Tasche gibt es auch dazu. Auch dass du uns nicht vergisst. Dankeschön. Viel Spaß damit. Werde ich haben. Dankeschön. Und ich glaube, Diane hat auch mal was. Ich wollte dir mein Buch geben. Du bist ein bisschen zu alt, aber vielleicht. Nein. Dankeschön. Für ein gutes Kinderbuch ist man nie zu alt. Hm? Ne? Liebe Fiona, wir wissen, Musik ist nicht deine einzige Leidenschaft. Du liebst ja auch, dein Zimmer aufzuräumen und neu einzurichten und nach getaner Arbeit dann gemütlich ein Buch zu lesen. Damit das jetzt noch besser geht, schenken wir eine tolle neue Leseecke mit Sessel, Beistelltisch und Teppich. Viel Spaß damit. Sehr gerne. Fiona, ich würde dir auch gerne noch was schenken. Ich lade dich ganz herzlich ein, mit deiner Familie zu einem meiner Weihnachtskonzerte zu kommen hier in Berlin. Hm? Wenn du Lust hast, kommst du Backstage, bringst deine Lieblingsbücher mit und vielleicht können wir eine kleine... Da gibt es auch eine ruhige Ecke, wo du dich zurückziehen kannst, wenn du möchtest. Ich würde mich sehr freuen. Es hat echt Spaß gemacht. Also, das ist ein mega Geschenk. Wir haben hier etwas für dich. Denn du, ich weiß, du brauchst etwas Neues, vor allen Dingen etwas Eigenes. Deine ganz eigene Karate-Ausrüstung. Wow. Ja?
damit du den nicht immer mit anderen teilen musst. Lieber Neo. Ja, das ist deine und eigene neue Drohne. Wir sehen natürlich gleich, die ist noch ein bisschen größer als die, die du eben geflogen bist. Mit der kann man richtig tolle Sachen machen, das kannst du bestätigen. Ne? Absolut. Cool. Ja. Levke, wir fangen mal mit dir an. Na, ich weiß ja, du bist ein riesengroßer Vincent Weiss-Fan. Ja? Und da gibt es jemanden, der dir etwas sagen möchte. Schau mal. Hallo liebe Levke, hier ist Vincent. Also im Seilspringen würde ich auf jeden Fall nicht gegen dich antreten wollen. Da hätte ich vermutlich gar keine Chance. Aber ich habe gehört, dass du Konzertkarten geschenkt bekommen hast für eines meiner Konzerte nächstes Jahr. Und was hältst du davon, wenn ich dich persönlich einlade und wir uns Backstage treffen, wir ein bisschen quatschen, ich dich mal ein bisschen rumführe und ganz vielleicht kannst du deinen Springseil mitbringen und wir gucken, ob ich vielleicht nicht doch ganz so ein hoffnungsloser Fall bin. Also ich freue mich auf dich, liebe Levke. Bis ganz bald und viel Spaß. Wow! Ist das cool? Ja? Gerne! Ja? Viel Spaß! Danke! Bei Vincent! Aber du bist jetzt nicht traurig, ne, dass du gar nicht... Nein, überhaupt, wir haben ja für dich auch was, Ronja. Ja, du bist ja auch großer Fan von einer Serie, oder? Ja. Ja, in aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Ja. Findest du richtig gut? Guckst du immer? Ja. Ja, und gibt es da irgendjemanden, den du besonders toll findest? Gefährliche Frage, weil wenn du jetzt den falschen Namen sagst... ne? Aber ich glaube, da gibt es jemanden, den du besonders toll findest. Und das ist Philipp Danne. Ja? Guck mal, wer da ist. Ja. Ben Albeck. Hallo. Philipp, grüß dich, herzlich willkommen. Ja? Hallo. Und Ronja, das ist es jetzt noch nicht, dass Philipp hier ist. Ne? Der hat auch schon noch was für dich dabei. Genau, also erstmal habe ich das hier dabei. Das ist eine Requisite aus unserer Serie. Das möchte ich dir schon mal schenken. Mhm. Aber das ist eigentlich nur repräsentativ, weil es soll eine Einladung sein. Du darfst einen Tag bei uns am Set verbringen. Du wirst alles sehen, wir führen dich hinter den Kulissen rum und du wirst alle kennenlernen, die dann da sind. Und wenn du magst, darfst du auch eine Komparsenrolle übernehmen und bei uns mal ein bisschen mitspielen. Also. Danke. Erstmal gibt es für dich, ja, weil man sowas natürlich nie genug haben kann und immer braucht, neue Fußballschuhe. Oh, das sind sogar die. Danke. Und das ist aber noch nicht alles. Sarah, warte, wir haben noch was. Wir haben noch was. Das gucken wir uns erst noch an, Matze. Dann bist du dran und guck mal da. Hallo Laura, wir sind Younis, Cesca und Sabi von der Frauen-Bundesliga-Mannschaft des 1. FC Köln. Von deinem Lieblingsverein, wie wir gehört haben. Wir möchten dir deshalb mitteilen, dass Klein gegen Groß eine ganz besondere Überraschung für dich geplant hat, nämlich ein echtes Profitraining mit uns hier am Geisburgheim, mit allem, was du dir wünschst oder was cool ist, mit Tore schießen, Spielzüge und natürlich ganz, ganz viel spielen. Und wer weiß, vielleicht kannst du uns auch ein paar Tricks beibringen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich, Laura. Bis bald. Komm mit FC! Wow, cool. Danke. Ja. Und du hast auch noch was dabei? Genau, ich habe auch noch was. Ein originales Nationalmannschaftstrikot von der WM-Quali 2022. Danke. Mit Unterschrift von mir. Kann man wirklich mal zeigen hier. Genau. Ja. Hast du sehr gut gemacht. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.